Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 7. Folge beim Kampagnen-Spezial mit der Imperialen Armee. Rechts oben geht's auf Kampagne. Und rechts unten dann den Speicherstand auswählen. Wir sehen uns gleich auf der Galaxis-Karte wieder. Herzlich willkommen zurück auf der Galaxiskarte. Ich starte in die nächste Mission. Ich habe eine Übertragung empfangen, die möglicherweise auf Abtrünnige hinweist, Sir. Das Kommando hat sich gemeldet, will einen Bericht. Schon das vierte Mal in dieser Woche. Wenn wir ihnen weiterhin nicht antworten, wird es nicht lange dauern, bis sie herkommen. Die müssen sich doch wundern, wer ihre Munitionsabwürfe annimmt. Die können sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag jede Minute melden, wenn sie wollen. Wir werden nicht antworten. Sie haben das Geflüster gehört. Sie wissen doch, Ulk, der Wille, die Stimme. Wir gehören jetzt ihm. Er ist hier, während die uns verlassen haben. Wenn irgendwer diese Munition haben will, dieses Fleisch haben will, dann muss er es von uns holen. Klar, natürlich, Sir. Für Ulkai hier. Die hier stationierte imperiale Armee wurde langsam durch das Chaos verdorben. Einige wenige loyale Soldaten leisten noch Widerstand, aber der Großteil ist übergelaufen. Ein Munitionsdepot innerhalb der Basis könnte wertvolle Ressourcen und Ausrüstung liefern. Der Feind wird das Netz aus Tunneln und Wartungsgängen unter der Basis ausnutzen, um anzugreifen und sie zu überraschen. Zu den Waffen. Nicht benötigte Ausrüstung können Sie auf das Papierkorb-Symbol ziehen, dann erhalten Sie eine Entschädigung. Normalerweise bedeutet das zusätzliche Erfahrung für Ihre Helden, aber manche Ausrüstung, besonders Verbrauchsgegenstände, können andere einzigartige Vorteile verbringen. Grenzdurchbruch, Eindringlinge an Kontrollpunkt Tertius. Alle mal an die Waffen! Schießt sie nieder! Bringt ihr Fleisch zum Lager! Ulkai soll heute Abend ein Festmahl haben! Neuer Bericht! Ich will angegriffen! Seht sie euch an! Schlecht in Form, schwache Moral! Schade. Nurgles Haustiere sprechen schlecht auf meine Methoden an. Ich höre auf dem Weg! Durchbrechen Sie das Eingangstor, ist mein Ziel. Steht links am Bildschirmrand. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Gut, ich rücke vor. Hier gibt's einen Nahkampf. Wir sind hier im Kampf. Jawohl, Sir. Hier hagelt es Schmerzen. Binnen Bereen haben wir ausgeschaltet. Wir dienen dem Imperator. Feindlicher Soldat. Jeder gefallene Feind bringt uns weiter. Nicht meine beste Arbeit. Ich erfasse ihr das habt keine hier droht Gefahr. Auf dem Weg. Imperialer, ich werde attackiert. Wird hier angegriffen. Ist ein Kampf in Sicht, Sir? Ich denke, dieses Tor hier vor mir ist gemeint. Erfasst. Unsere Streitkräfte sind überlegen. Ich werde mal drauf schießen. Ich höre zu. Ich erfasse das Objekt. Ich bin das Objekt stört, ich zerstöre es. Das Gap. Na, ihr kleinen kriecht und krabbelt. Ich werde angegriffen. Bereit, dann wollen wir mal. Hoffentlich ist das auch wichtig. Gegnerisches Ziel neutralisiert. Bin in Bewegung. Schlage jetzt zu. Dieser Schmerz ist nichts. Ich höre zu. Feindliche Truppen sind nah bei uns. Und weiter geht's. Ogrins, die knöpfe ich mir vor. Feindliche Einheit wird hier angegriffen. So leicht. Wir dienen dem Imperator. Neuer Bericht. Feindberührung. Sie rücken uns auf die Pelle. Die knöpfe ich mir vor. Wir gezeugen unserer Macht. Dass ich einmal gegen unsere feindliches Gardistenziel eliminiert.
Ich hab das Ziel. Jawohl, Sir. So, nimm diese imperiale Garnison sofort ein. Ich höre dich. Der Wunsch ist mir Befehl. Erledigt, Sir. So. Hier, Kommandant. Bin schon unterwegs. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Jetzt komme ich zur neuen Einheit, die ich am Ende des letzten Videos gekauft habe. So, in dieser Infobox steht auch... Was? Ich lese das vor. Ogrins sind zähe, ogerähnliche Zeitgenossen. Sie sind besonders gut im Nahkampf und ausgezeichnet darin, feindliche Fernkampfeinheiten zu stören. Kann mit einem Blechkopf verbessert werden, der die Stelle eines Anführers einnimmt. So... 900, also der die Moral verbessert. So, kaufe ich einmal. Ich gucke mir mal an, wie die aussehen. Ogrin dient, Ogrin kämpft. Kommandant, einsatzbereit. Zeit für etwas Bewegung. Wieso erlaubt ihr den Eindringlingen noch zu atmen? Sie laufen ungeschützt herum, betteln darum, abgeschlachtet zu werden. Manticore-Batterien vergelter und Justice. Zermalmt sie unter euren Raketen. Ich erfasse das Objekt. Hoffentlich ist das auch richtig. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Wir sind hier im Kampf. Ich höre zu. Ich erfasse das Objekt. Ich das? Ich sehe hier sogar verbündete Infanteristen, die noch nicht übergelaufen sind. Nicht mehr viel von übrig. Das sind die Gelben. Stoppen wir den Manticore. Manticore-Raketen gelandet. Ich schalte ihn aus. Gut. Wir gehen. Ist jetzt völlig hinüber. Wieso haben diese Ogrins Fernkampfwaffen, wenn sie besonders gut im Nahkampf sind? Hoffentlich ist das auch wichtig. Unsere Pflicht gilt dem Imperator. Genau, unsere Pflicht ruft. Als dann. Ich rücke aus. Feindlicher Soldat in sich. Ich werde attackiert. Ich werde angegriffen. Dann wollen wir mal. Gardisten, ihr fleht um den Tod. Feind vernichtet. So, diesen Blechkorb, diesen Anführer, den ich hier kaufen kann, den kann ich natürlich erst kaufen, wenn ich ihn auch erforscht habe. Das kann man ja erst nach der Mission machen. Denke ich. Hoffentlich ist das auch. Kümmere mich drum. Wo soll ich zertrümmern? Eingenommen! So, nehmt sofort diesen Anforderungspunkt und die imperiale Garnison ein. So. Das geht nicht, Sir. Wir sind hier, an die Arbeit. So, ich kaufe mir zur Unterstützung noch ein paar, Seht ihr euch an. Schlechte Luft. Ich habe einen Terroristen. Schießt nach vorne.
Nutzt eure Deckung, Männer! Ich denke, das ist eigentlich genauso das ist eigentlich alles umgekehrt. Ich höre zu. Wie die imperiale Armee auf unsere Streitkräfte normalerweise kämpfen würde. Feindlicher Soldat besiegt. Mann, attackiert mich! Ich kenne dieses Geräusch. Feindliche Truppen, Feuer auf uns! Hoffentlich ist das auch gut. Ich erfasse das Objekt. Melde Feindkontakt! Feindliches Ziel eliminiert. Ein trauriges, aber gerechtes Ende. Hier bin ich. Objekt ist im Visier. Ich habe keine Angst. Sie richten Ihre Waffen auf uns. Das Ziel ist reif für die Zerstörung. Ich höre zu. Der Feind ist vernichtet. Hier gibt's eine Nachricht. Und fähig ist ein Kampf in sich. Ihre Kardianer wollen uns testen. Ich schalte ihn aus. So, ich denke, ich bin auf dem zerstörten Planet. Kümmere mich drum. Vom Chaos Add-on. Kümmere mich drum. Von Warhammer 2. Kümmere mich drum. Feindliche Truppen sind nah bei uns. Werde Zeugen unserer Macht. Hoffentlich auch. Vorrücken, Ben. Wir werden angegriffen. Der Manticore greift an. Kümmere mich drum. Feld, gegnerisches Fahrzeug zerstört. Ich habe ihn erobert. So, nehmt das Hauptquartier ein und den Versorgungspunkt. Dreckige Ketzer. Wie foltert man jemanden, der Folter genießt? Das ist eine gute Frage. Wie foltert man jemanden, der Folter genießt? So, ich denke, Ogrins sind ganz gut. Ich denke, alle anderen würden zu schnell sterben durch die Luftschläge, Artillerieschläge von den feindlichen Manticores, die ich gerade die ganze Zeit zerstören muss. Ich gehe schon. Ein verdammter Seuchenmarine. Sie vernichtet. Verstärkung bereit. So, ich verstärke die Ogren. Sir, wir haben nicht genügend Kraft. Wie foltert man jemanden, der Folter genießt? Ziel ist am Boden. Solche Marines. Der Feind hat mich festgenagelt. Hoffentlich ist das fort aus dieser Galaxis. Ein Falter. Ich stecke hier fest. Ich werde angegriffen. Ich greife an. Alle erzittern vor den Truppen des Imperators. Ich bin ganz Ohr. Ich höre zu. Zeit für etwas Bewegung. So, den Nord... Nee, den... Südosten der Karte habe ich jetzt
von allen Feinden befreit. Bin schon unterwegs. Und jetzt ziehe ich natürlich weiter. Kommandant einsatzbereit. Zeit für etwas Bewegung. Dieses Land soll meine verließende Berührung spüren. Als dann, oh, das ist ein Job für Sergeant Merrick. So, mal erstmal die Autobombe da drauf. Schicken wir Insekten zurück. Sir, wir werden hier angegriffen. Deshalb sind wir wohl hier. Jetzt schieß. Hier, Kommandant. Ich höre. Bin schon unterwegs. Gib Merrick das Schild. Okay, das war nicht gut. Heil ihn. Generalfeldmarschall Castor. Ist das auch wichtig? Den haben wir ausgeschaltet. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Dass ich einmal gegen unsere eigenen Leute kämpfen würde. Ich erfasse das Objekt. Wir dienen dem Imperator. Feindliches Armeeziel eliminiert. Ich habe keine Angst. Ich höre auf dem Weg. Zeit für etwas Bewegung. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. So. Ich hole mir jetzt noch einen schweren Waffentrupp. Kommandant einsatzbereit. Ogryn dient. Ogryn kämpft. Schwere Waffentrupp zu Befehl. Und vielleicht noch einen. Und vielleicht sogar noch einen. Waffentrupp zu Befehl. Ich warte gerade auf die schweren Waffentrupps, dass sie an der Kriegsfront eintreffen. Haben wir ein Ziel? Ja, habt ihr. Kommt in Gang, Soldaten! Hier, Kommandant, als dann! Ich rücke aus! Tilt diese Gedankenlosen heute! Bin schon unterwegs! Ich werde angegriffen! Ziel an. Feindliche Gardisten! Feindliche Gardisten! Das ist ziemlich zerstört! Melde Feindkontakt! Gegnerisches Ziel neutralisiert. Die überlebt mich nicht. Gegner rechts. Die überlebt mich nicht. Dann los. Werden von der Chimäre angegriffen. Wir sind jetzt unterwegs. So, wir holen ihn uns, Sir. Diese imperiale Garnison. Machen wir's. Wir haben das Ziel in der Hand, Sir. Soll ich's zertrümmern? Warten auf Befehl. Zusätzliche Truppen so, haben sich euch verstärkt sich wieder. Mit Merrick gehe ich da oben lang. Das machen wir platt. Kommandant, Zeit für etwas Bewegung.
Schmerz ist nicht. Neuer Bericht. Zerstört. Feindberührung. So, ich denke, dieser Mantico hier hat jetzt nicht viel ausgehalten. Also ein Schuss. Gut, ich rücke vor. Und dann, ja. War ich der Mantico wohl tot. So, also haben der wir Mantico in Bewegung, Männer. Haben wir ihn? Kommt in Gang, Soldaten. Bewegung, Männer. So, hier sind noch loyale Soldaten. Commander, Commander, hören Sie mich. Dem Imperator sei Dank, dass Sie hier sind. Alle Mann an dieser Basis haben Stimmen gehört. Haben Albträume. Dieser Ort ist noch immer mit dem Gestank des Chaos verflucht. Wir sind schon seit Jahren hier. Seit Captain Angelos und seine Space Marines abgerückt sind. Die meisten sind durchgedreht, aber nicht alle. Als sie ankamen, haben wir das Munitionslager gesichert, die Verräter hier niedergeschossen und... Verräterischer Abschaum! So begierig sich diesen Heuchlern anzuschließen, dann werden dein Blut und deine Knochen sie in Ulkaiers Maul führen! Das glaube ich nicht. Die Imperiale Armee ist jetzt hier und sie wird aufräumen. Ihr habt gut durchgehalten. In diesem Winterloch. Die Streitkräfte des Chaos sind da. Diese verfluchten Sklaven des Chaos. Wir werden angegriffen! Chaos-Ziel zerstört. Wir könnten bessere Deckung gebrauchen. Chaos-Abschaum! Und weiter geht's. Werden angegriffen. Deckung hält. Ich kenne dieses Geräusch. Feindliche Soldat besiegt. Angegriffen. Feindlicher Soldat. Ich kann das Chaos nicht ausstehen. Kleine Sieg. Ziel eliminiert. Nutzt eure Deckung, Männer. Zeigt ihnen, was wir drauf haben, Männer. Zeige euch, was Schmerzen sind. Feindliches Ziel eliminiert. Das Gebäude unseres Verbündeten ist unter Beschuss. Feindliche Garnisten schießen auf. Nicht meine beste Arbeit. Wir dienen dem Imperator. Ich höre zu. Ich habe das Ziel. Feindlicher Soldat besiegt. Bin in Bewegung. Ich werde angegriffen. Diese Deckung wird nicht lange. Ich bin hier solchen Marines auf uns. Ziel vernichtet. Das erinnert mich an meine erste Mission. Solchen Marines hier drüben. Das ist ziemlich. Gelobt sei der Imperator. Wir haben sie vertrieben. Wir können diese Stellung für den Augenblick halten, Commander. Wenn sie das Lager einnehmen, brechen sie den Abtrünnigen das Rückgrat. Viel Glück, Sir. Das Imperium siegt immer. Gut gemacht. Das verdient eine Belobigung von mir. Als ich erfasse das Objekt. Wir müssen, oder ich muss also zum Munitionslager. Mit meinem treuen Mann. Wir brauchen ein Ziel. Er hat schon Versorgungs. Das ist ein Kontrollpunkt für uns, Sir. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Ich höre zu. Ich erfasse das Objekt. Nicht mehr viel von übrig, was? So, ich kaufe mir noch ein paar katachanische Teufel. Hoffentlich auf dem Weg. Um noch mehr Firepower zu haben. Greife Ziel an! Zeit für etwas Bewegung! Ich höre zu! Ich bin dran! So, nehmt diesen Versorgungspunkt ein. Den Anforderungspunkt. Machen! Dann los! Das Ding ausschalten!
Das ist ein Kontrollpunkt für uns, Sir. Unsere Gegner sind nicht von der Chimäre. Ihr Lehman Russ hat... Dieser Schmerz ist nichts. Spüre die Wunde der Nekrose und jauchze. Nagel liebt dich, Kleiner. Werden von der Chimäre... Dieser Läufer ist erledigt. Ich habe keine Angst. Hoffentlich ist das auch wichtig. Sankt Brimm und Schädel. Melde Feindkontakt! Feindliche Einheit. Fahrzeug voll erwischt. So, hier meine kleine Armee. Als dann, ich rücke aus. Melde Feindkontakt. Die Feinde unterschätzen mich. Ich habe Wir sind hier im Kampf. Alle erzittern von den Truppen des Imperators. Ihre Kardianer wollen uns testen. Das klingt so leicht. Dem stand die Panik im Auge. Ziel ist am Boden. Die Panik attackieren mich. Ich höre... Diese Angriffe sind... Wir werden angegriffen. Ich werde attackiert. Feindliches Ziel eliminiert. Gleiche Siege. Fahre mit Angriff fort. Der Begriff ist hier draußen festgenagelt. Auf den Korb! Der Feind hat mich festgenagelt! Melde Kardianer! Unsere sind das Melde Feindkontakt! Auch kleine Siege machen Laune. So, und ich denke, ich habe alle Manticores zerstört. Es gibt extra Punkte. Ich mache immer extra Ziele. Ich bin bereit. Und ihr nennt euch... Ich werde angegriffen! Ich zerstöre. Sir, Sie haben uns festgenagelt! Wir sind hier draußen festgenagelt! Ich habe keine Angst. Das Objekt stört. Ich zerstöre es. Schwere Waffe eliminiert. So, nehmt jetzt noch diese imperiale Garnison ein und dann. Ich zerstöre das Objekt. Ich stürme jetzt das Lager. Ist ein Kampf in Sicht, Sir? Ogryn-Verstärkung bereit. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Wir sind hier bereit, Sir. Wir stehen gern zu Diensten, Sir. So, Katakana, ihr könnt gerne eine Sprengladung legen. Es wird bald fertiggestellt sein, Sir. Wir haben klar. Ihr wolltet... Ja, ja. Kommt, Ungläubige. Ulkair heißt jeden willkommen. Ich höre zu. Gut. Ich rücke vor. Neues Ziel. Besiegen Sie den Kommandanten. So, ich kaufe noch einen schweren Waffentrupp. Ich habe keine Angst. Haben wir ein Ziel? Und den Waffentrupps hier gebe ich mal... Machen wir's! Wir werden angegriffen! Eine Laserknifte. Ihre Kardianer wollen uns testen! Darum kümmere ich mich als nächstes. Jawohl, Sir. Dieser Schmerz ist nichts. Feindliche Soldat besiegt! Chaos Space Marines greifen an! Ich setze mich in Bewegung. Ziel zerstört. Machen, wir werden angegriffen! Solche Formation einhalten. Nur zu, Sir. Melde Feind, wir werden angegriffen! So, in diesem Panzer da sitzt der Kommandant, denke ich. Nur mit Laserwaffen kann ich ihn nicht angreifen. Das ist das Schicksal des Chaos. Formation einhalten. Und wir könnten bessere Deckung gebrauchen. Vielleicht noch einen Sprengsatz legen. Ich werde angegriffen! Die Leute wurden ins Verderben geführt! Der Tod kommt zu allen. Möge mein Fleisch eitern und faulen und neues Leben hervorbringen für Nagel. Ja! Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts.
So, ich habe eine Verbesserung für meine katachanischen Teufel erhalten. Den katachanischen Leibwächter. Katachanische Teufel sind mit starken Schrotflinten, bla bla bla, okay. Und jetzt schaue ich, wie... Ah, nee. Nee, katachanische. Ach so, jetzt sind meine Katachaner besser. Ich denke, das heißt das. Die sind jetzt nicht mehr normal, sondern das sind jetzt Elite-Einheiten. Deswegen katachanische Leibwächter. Okay. Gut. Ich nehme natürlich den Lehman Rust Panzer. Ich zeige ihn in der nächsten Folge. Die zwei anderen Sachen hier. Dieser Personenschutzschild. Und diese schweren Waffen für die Katachaner sind eigentlich auch ganz interessant. Das hier ist ein Granatwerfer, den ich dann holen könnte. In jedem Spiel, in jeder Mission kann ich dann den Katachanern einen Granatwerfer spendieren. Und das hier ist ein Schild, das hat die Inquisitorin Adrastia. Das kann die dann auf Verbündete machen. Und dann sind die kurze Zeit unbesiegbar. Und dieses Schild hat sie aber schon. Nur ein bisschen schlechter. Und, nee, nicht mal ein bisschen schlechter. Genau dasselbe hat die ja schon. Ja. Das hat die schon. Die hat schon so eins. So, also ich nehme den Lehman Rust, den Mehrzweck-Kampfpanzer. Gehe auf Fortsetzen und schau, wie es weitergeht. Aber erst in der nächsten Folge. Ich gebe einen Punkt auf Angriff und bekomme eine neue Fähigkeit. Wirft ein Signal, das einen Bereich enthüllt und den Schaden beim Gegner steigert. Alle Gegner da in dem Bereich haben mehr Schaden. Okay, schön. So, ich habe hier links oben einen Bolter, eine Waffe. Das sieht dann so aus. Das haben Space Marines als Standardbewaffnung. Finde ich nicht so cool. Und ein paar Rauchgranaten hier, wo meine Maus gerade ist, links. Finde ich auch nicht so cool. Hier unten was, um Erfahrung zu machen. Das kann ich mal machen. Guck, und jetzt ist er noch eine Stufe aufgestiegen. Fast. Hier rechts. Es fehlen noch 10 Erfahrungspunkte hier rechts, wo meine Maus ist. Oder 25. So, und was noch interessant ist, das hier. St. Brilmons Schädel. Dieser Servoschädel ist angeblich eine Reliquie von St. Brilmont von Tannburg, einem Missionar, der für seinen scharfen Verstand bekannt ist, der es ihm ermöglichte, seine Herde sicher durch einen schrecklichen Sturm zu führen. Wenn ich den jetzt hier ausrüste, ich ziehe mal rüber, dann hätte ich jetzt eine Genauigkeit von der Waffe, aber die kämpft ja eher mit dem Schwert, also braucht man es nicht, Schwert trifft immer, und Sichtweite mehr, also man würde weiter sehen können. Normalerweise ist ja nur ein bisschen was aufgedeckt von der Karte um einen rum, da wo man gerade läuft, und das Sichtfeld würde erhöht werden. Das finde ich eigentlich Schwachsinn. Ich lasse ihr das Schild. So, ich gebe ihr auch rechts unten einen Punkt auf Angriff. Adrastias Angriffszauber hüllen unterdrückte, gelähmte oder sich zurückziehende Truppen in eine reinigende Flamme. Das finde ich richtig, richtig gut. Wenn ich jetzt wegrennen würde, wenn ich... Nee, das verstehe ich gar nicht, was das bringt. So, und ich habe hier auch eine neue Waffe für sie. Die alte Waffe sieht so aus und die neue sieht jetzt so aus. Ich ziehe es hier oben links mal rüber. So, sehr schön.
So, und ich lese den Beschreibungstext zu der neuen Waffe. Inquisitor Thormann des Ordo Xenos war berüchtigt für sein striktes und kompromissloses Festhalten an der imperialen Überzeugung und monodominanten Philosophie, jeden Xeno in der Galaxie auszulöschen. Es heißt, nur Slaanesh hätte jemals Meerelder getötet und selbst Orks hätten gelernt, ihn zu fürchten. So, Slaanesh ist der Ort, ist der Gott des Chaos, der Gott der Elder, also Elder Gott des Chaos. So, jetzt hier. Ah, jetzt sehe ich links hier. Das sind diese katachanischen Leibwächter. Ich wusste eben nicht, ich wusste vor 20 Sekunden oder vor einer Minute, wusste ich gar nicht, was das ist. Also jetzt weiß ich es. Katachanische Teufel sind mit starken Schrotflinten. So. Ausgerüstetes Kommandoobjekt. Sehr geil. Ich sehe dann im nächsten Video, wie ein Katachaner, ein Leibwächter von Generalfeldmarschall Castor dazu kommt. So, sein linker Arm ist übrigens kaputt, also der ist nicht mehr dran. Das ist ein Roboterarm. So, finde ich auch sehr schön. Kommissar. So, ich habe ihm jetzt einen Punkt auf Angriff gegeben und bekomme die Fähigkeit Kommissar. Erhöht den Schaden des Generalfeldmarschalls. Fügt Soldatentrupps außerdem einen Kommissar hinzu, was ihren Schaden erhöht. So, also anderen Soldaten. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.